Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu meinem neuesten Video. Wer mich jetzt von euch noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nderiana Kardinal. Ich arbeite als Bioenergietherapeutin und Heilmedium. Hier auf diesem Kanal bekommst du immer aktuelle Botschaften und die neuesten Heilenergien und ganz viele heilende Meditationen. Um in Zukunft keine mehr dieser wundervollen Videos zu verpassen, empfehle ich dir, meinen Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren. Denn über die Glocke wird dich YouTube sofort informieren, wenn etwas Neues von mir hochgeladen wird. Und so versäumst du also in Zukunft keine wichtige Botschaft mehr von der geistigen Welt. Schön, dass du hier bist und schön, dass wir über ein ganz tolles Thema heute sprechen können. Und zwar habe ich von den Engeln der Seelen, also die Seelenengel, den Auftrag bekommen, euch davon zu erzählen. Sie sind ja relativ unbekannt, also man spürt gar nicht so sehr, dass sie bei einem sind. Dabei tun sie ja so viel für uns und es wäre jetzt besonders wichtig, mal das Augenmerk auf die Seelenengel zu legen. Und zwar hat es vorgestern angefangen, als ich mich vorbereitet habe für die Live-Sendung am Sonntagabend. Da haben die Seelenengel das erste Mal zu mir gesprochen und dann wurde mir auch so viel klar. Und das möchte ich euch jetzt natürlich gerne alles sagen. Also die Seelenengel werden uns zugeteilt in dem Moment, wo unsere Seele Seele wird. In dem Moment, wo unsere Seele praktisch die Segnungstropfen bekommt aus der göttlichen Quelle und dadurch zum Leben erwacht. In dem Moment sind die Seelenengel da und sie begleiten uns dann auf die Erde. Das heißt, sie bringen unsere Seele auf die Erde. Natürlich nur, wenn wir uns vorher entschlossen haben, auf die Erde zu gehen. Also beziehungsweise bringen uns die Seelenengel auch auf andere Planeten, denn wir haben ja alle eine bestimmte Schulung gemacht, nachdem unsere Seele sich in dem Schulungsprozess befand, hat sie ja verschiedene Planeten besucht und auch da haben uns schon die Seelenengel begleitet. Und das ist natürlich besonders wichtig zu wissen, weil die Seelenengel kennen unsere Seele ganz genau und die kennen auch jede Inkarnation von uns und das sind ja schon ziemlich viele, die kann man nicht einfach so zählen. Von daher ist es also eine gute Unterstützung auch für unsere Seele, mit den Seelenengeln Kontakt aufzunehmen und eben über diesen Kontakt ja auch Informationen zu bekommen oder auch Bestätigungen zu bekommen. Wer bin ich? Was ist mein Weg? Wie ist meine Aufgabe? Warum bin ich jetzt gerade in diesem Moment auf der Erde? Das alles wissen die Seelenengel und deswegen begleiten sie uns auch auf der Erde auf diesem Weg und führen unsere Seele ganz sicher immer wieder zu der Aufgabe, die wir uns für dieses Leben ausgesucht haben. Dann machen die Seelenengel auch noch etwas und zwar bringen sie uns, wenn der Körper, sag ich mal, nicht mehr weitermachen kann und die Seele sich entschließt, für eine neue Inkarnation sich bereit zu machen und den dann in dem Moment von der Erde geht, dann sind die Seelenengel auch da und begleiten uns zurück. Zurück in die Felder von Smarana und dort gibt es auch ein Feld, wo man sich ausruhen kann und da treffen sich dann die Seelen alle wieder, um sich gegenseitig zu erzählen, was sie so erlebt haben. Und auch da sind die Seelenengel anwesend. Das bedeutet ja für uns, dass wir, wenn wir
in den Feldern von Smarana sind, um uns auszuruhen, also ich spreche jetzt von unseren Seelen, dass wir dann alle Seelenpartner und die ganz große Seelenfamilie dort treffen. Zumindest diese treffen, die nicht gerade inkarniert sind. Und bei diesen Treffen, das könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, da erzählen sich die Seelen ganz viel. Sie erzählen sich, was sie in der letzten Inkarnation erlebt haben und tauschen sich aus. Ja, und in diesen Gesprächen entsteht dann auch schon wieder das Neue, wo man sich gegenseitig helfen möchte und sagt, okay, bei der nächsten Inkarnation, da möchte ich gerne dies und das für dich tun. Und die andere Seele sagt dann auch, okay, ja gerne, das mache ich auch für dich. Und dann wird also ein Plan geschmiedet, der uns hilft, unsere Erfahrungen auf der Erde machen zu können. Solange die Seelen oben in den wunderbaren Smarana-Feldern sind, geht es denen auch ganz prima, denn sie haben vergessen, wie schwer das auf der Erde ist, wenn dann der Mensch inkarniert und in der Dualität diese ganzen Aufgaben erfüllen soll, was oben in der Wirklichkeit beschlossen wurde. Und die Seelenengel, die hören dazu und wissen dann auch genau, aus welchen Gründen etwas geschieht auf der Erde. Also wenn man sich zum Beispiel verspricht, wenn die eine Seele sagt, du, ich möchte gerne die Erfahrung machen, wie es ist, wenn mich mein Partner betrügt. Zum Beispiel, ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, dafür gibt es unzählige Beispiele, was man sich alles im Leben aussucht, was man eben für Erfahrungen machen möchte. Und dann sagt die andere Seele, ja, klar, das mache ich gerne für dich. Ich werde dein Partner oder deine Partnerin und dann betrüge ich dich. Das hört sich jetzt ganz schrecklich an, aber so wird es praktisch ausgemacht. Und die Seelenengel, die notieren sich das alles, die schreiben sich das auf. Und wenn es dann soweit ist, dass die Seele inkarniert auf der Erde, dann fängt es also an, es sind ja mehrere Aufgaben, es ist ja jetzt nicht nur die eine Aufgabe, die sich praktisch die Seele aussucht, sondern sie sucht sich ja auch die Familie aus, in welche sie hinein inkarnieren möchte. Sie sucht sich den Partner aus, das hat sie ja schon besprochen in dem Fall, aber auch vielleicht andere Partner noch oder Geschäftskollegen, Freunde, all das wird vorher besprochen. Und die Seelenengel, die sind also mit auf dem Weg und machen es dann auch möglich, dass sich die Seelen treffen. Denn das ist ja dann auch, sag ich mal, schon immer eine Kunst, dass man sich auf der Erde dann trifft. Und da sind manchmal also Umwege zu gehen, das ist total verzweigt. Da kann ich zum Beispiel von mir erzählen. Ich war ja mal verheiratet und mein damaliger Mann, der kam extra von Frankreich nach Deutschland, um mich an den einen Abend in einer Bar in Deutschland zu treffen. Und in dem Moment hat es auch total gefunkt bei mir und ich wusste, jawohl, das ist dieser Mann. Und den hatte ich damals sogar angesprochen. Und dann ist dieses Feuer der Liebe so richtig entflammt. Und sowas kann ja kein Zufall sein. Sowas ist wirklich geführt. Und dafür sind die Seelenengel da. Die machen also es möglich, dass wir dann auch zum Beispiel, wie in meinem Fall, diesen Partner treffen. Und so geschieht wirklich alles nach dem göttlichen Plan. Und deswegen ist es wichtig, das zu wissen, um das Ganze ja irgendwie besser verstehen zu können, wie denn dieses Leben ist oder warum das Leben so ist. Die Erde ist ja ein großer Schulungsplanet, wenn du so willst. Ja, da befinden sich so viele Möglichkeiten für unsere Seele, sich zu erfahren und daran zu wachsen. Deswegen sind wir hier. Und neben den vielen kleinen
Dinge, die die Seele lernen möchte, so wie jetzt den einen Partner oder einen Betrug oder auch ein ganz besonders schönes Leben oder viel Geld zu verdienen oder ganz wenig zu haben. Es gibt ja da alle Möglichkeiten überhaupt. Und wenn sowas beschlossen wird oben in der Wirklichkeit, in den Smarana-Feldern, da ist es ja alles ohne Bewertung. Also in dem Moment weiß die Seele nicht, ist jetzt wenig Geld zu haben schlimm oder ist viel Geld zu haben schön oder gesund zu sein, ist das schön oder krank zu sein, ist das schlimm oder schön. Das weiß man in dem Moment nicht und deswegen sind die Seelen da auch sehr großzügig und man sagt dann immer, ja gerne, ich mache das für dich. Und dann auf der Erde müssen wir, die Menschen, die die Seele für eine Inkarnation begleiten, also diesen Körper, den wir da haben für eine Inkarnation, der geht dann durch alles durch, was so schwer ist, was dann meistens sehr schwer ist. Und die Seelenengel sind also bei uns, begleiten uns und machen es möglich, Seelenpartner zu treffen, beziehungsweise all die Seelen zu treffen, mit denen wir uns verabredet haben. Und dann, und das finde ich auch so hochinteressant, ist es ja auch so, dass wir tatsächlich in vielen Inkarnationen immer wieder die gleichen Menschen treffen, also die gleichen Seelen treffen, weil wir uns ständig oben in den Smarana-Feldern verabreden und eben neue Aufgaben ausmachen und die dann gegenseitig für uns ermöglichen. Also von daher haben wir uns auch alle schon mal gesehen oder gehört. Und das ist so phänomenal für mich, dass ich immer wieder begeistert darüber bin, wie intelligent doch die geistige Welt ist, wie doch alles so, ja, so wunderbar eingefädelt wurde, was ein einzelner Mensch niemals sich so ausdenken könnte. So perfekt ist das alles. Und egal, was man jetzt erlebt, ob das Schlimmes ist oder Gutes ist, ich meine, das Leben geht ja so auf und ab. Es ist ja nicht so, dass man nur Schlimmes hat, sondern es ist mal so und mal so. Und wie das alles so eben geplant wurde, Gottes Plan, und die Seelenengel helfen also den Gottes Plan einzuhalten. Ja, und jetzt wird dann auch gleich ein Channeling kommen von den Seelenengeln und ich bin so gespannt, was sie uns jetzt sagen werden, und ich freue mich, dass du zuhörst. Und ich freue mich auch, dass du die Energien gleich durch meinen Kanal geschenkt bekommst. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude jetzt. Ich sprühe mich mal ein. Ich habe mal die Fülle vorbereitet. Die Fülle, die ermöglicht jetzt mir auch, dass ich mich, wenn ich mich jetzt verbinde, kolossal fokussieren kann, sehr gut fokussieren kann und dadurch die Botschaften noch präziser werden. Ich spüre es jetzt schon richtig hier, wie die Energie vom Kronenchakra intensiv bei mir ist. Ja, ich bereite mich nur noch kurz vor und ich bitte um Schutz für uns alle. Ich bitte um die Reinigung des Schutzes aus den Smarana-Feldern für dich ganz besonders, da du zuhörst, und für mich auch. Und so baut sich die Energie des Schutzes auf und ich werde mich nun verbinden. Ich bitte um die reinsten Botschaften für das Wohle von uns allen. Und ich bitte auch darum, dass die Botschaft genau zu den Menschen gebracht wird, für die sie gedacht ist. Einströmt die Energie der Seelenengel.
Diese Energie ist eine zarte, liebevolle Welle des Lichtes, welche dich nun erreicht. Diese Welle des Lichtes schimmert in den Farben deiner Seele, denn die Engel der Seele, deiner Seele, sind deine ganz persönlichen Engel. Und sie kennen jedes Leben von dir. Sie kennen jede einzelne Lebensaufgabe. Und sie kennen jeden einzelnen Seelenpartner und deine ganze Seelenfamilie. Wenn diese Engel einziehen, erhellt sich der Raum. Und vielleicht kannst du es ja selbst mit deinem inneren Auge erkennen oder fühlen. An vorderster Stelle steht ein sehr großer, weißer Engel. Dieser große, weiße Engel hat hinter sich noch 3 bis 4 weitere weiße Engel, und all dies sind deine Seelenengel. Es sind deine ewigen Begleiter. Und sie wachen darüber, dass du im Plan Gottes in der göttlichen Ordnung geführt wirst. Die Energie verändert sich. Die Farben schimmern weiß und gold. Und dieses Weiß und dieses Gold trägt die Energie der Liebe aus den Smarana-Feldern. Diese Farben, auch wenn du sie in der Dualität kennen mögest, sind jedoch ganz anders. Und diese Farben tragen Töne und Frequenzen. Frequenzen der Liebe, welche dich nun umhüllen. Es ist ein ganz besonderer Moment, ein feierlicher Moment, denn sobald die Seelenengel bei dir sind, sind sie ganz eng mit deiner Seele verbunden. Und dies ist das, was du jetzt spürst, dieses Gefühl, zu Hause zu sein, dieses Gefühl der ewigen Liebe und Kraft. Denn es ist diese Kraft, die Kraft deiner Seele, welche dich immer weitermachen lässt, welche dich niemals aufgeben lässt und du so wachsen kannst und zum allerhöchsten Wohle der Erde und der Menschen wirken kannst. Denn das ist das oberste Anliegen der Seelenengel. Und nun überreichen sie dir ein weißes Kleid. Dieses weiße Kleid oder Gewand ist ihren eigenen Gewändern ähnlich. Es leuchtet in einem strahlenden Weiß aus Energie und Liebe. Und sobald du dieses Gewand anlegst, spürst du die Verbindung der Liebe, welche dich hierher gebracht hat. Und so nehme dir nun ein wenig Zeit und schöpfe Kraft aus dieser Verbindung, schöpfe Kraft und Heilung, schöpfe all dies, was jetzt für dich wichtig ist. Die Engel deiner Seele, sie sind bei dir und sie haben sich heute dir gezeigt, obwohl sie schon so lange bei dir sind, ist dies heute ein ganz besonderer Tag, denn in deinem Bewusstsein wird sich etwas verändern. Du spürst,
dass du niemals allein sein kannst. Du spürst diese enge Verbindung und du spürst auch den großen Schutz dieser Seelenengelgruppe. Denn es ist deine ganz persönliche Gruppe, welche dich in jeder Inkarnation schützend begleitet hat. Und so fließt die Energie durch deinen kompletten Lichtkörper, die Energie der Liebe und des Schutzes. Und der Freude, denn dies ist ein besonderer Moment des Erkennens für deine Seele. So genieße noch ein wenig die Energie und dehne dich aus. Dehne dich aus, um so viel wie möglich von dieser Liebe aufnehmen zu können. Die Energie fließt zu dir. Die Engel singen die Töne deiner Seele. Sie dehnen dich aus und sie heben dein Bewusstsein an, sodass du in der Lage sein wirst, bestimmte Bilder und Visionen zu erhalten. Vielleicht von dem, was dich noch erwartet, oder auch vielleicht von dem, was du schon erlebt hast. Lass es alles zu. Es ist für dich. Und dann, nach einer Weile, tragen sie deine Seele wieder zurück in dein Hier und Jetzt. Liebevoll und lächelnd und wissend, denn nur die Engel deiner Seele wissen genau, was für dich jetzt wichtig ist, und sie stehen in enger Kommunikation mit deiner Seele. Und so bedanke dich mit deinen Worten bei diesen Engeln. Und dann komme wieder ganz zurück in das Hier und Jetzt. Öffne deine Augen und sei ganz wieder hier. Oh, es ist so schön, sie sind ja alle noch hier bei mir, also bei euch auch. Sie sind energetisch wirklich anwesend. Und sie haben sich wirklich heute das erste Mal richtig gezeigt. Ich freue mich so, dass ich das für euch channeln durfte und ihr auch diese Erfahrung gemacht habt. Schreibt mir bitte gerne in den Chat, wie es für euch war, ob ihr auch diese große Weise, diese riesengroße Gestalt erkannt oder gefühlt habt, dieses helle, gleißende Licht. Ah, ich freue mich schon auf eure Beiträge und bin sehr gespannt, wie es für euch war. Auf jeden Fall wird der Kontakt jetzt, nachdem er hergestellt ist, immer intensiver werden und ihr könnt auch die göttliche Führung dadurch sehr gut spüren. Und ich habe euch so lieb und es ist so schön, dass wir das zusammen machen dürfen. Mit jedem Video erhalten wir mehr Informationen und kommen näher zu unserer Aufgabe, näher zu Gott, näher zum Licht und verbreiten auch das Licht. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast und nichts verpassen möchtest, dann solltest du das jetzt unbedingt tun, damit du jede wundervolle neue Energie und Information auch mitbekommst. Dann wünsche ich euch alles Liebe. Ich umarme euch ganz liebevoll über die Ferne. Und sag einfach,
Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns wieder.